Adobe ist der weltweit führende Anbieter von Kreativsoftware. Ihre Software steckt hinter allem, von Hollywood-Blockbustern bis hin zu euren Lieblingsvideos auf YouTube. Aber unter der Oberfläche gibt es eine dunklere Geschichte. Die Praktiken des Unternehmens sind so umstritten, dass sie die US-Regierung dazu veranlasst haben, Adobe zu verklagen. Schauen wir uns an, warum Adobe eines der bösartigsten Unternehmen auf dem Planeten ist. Erstens, was macht Adobe? Kurz gesagt stellt Adobe Kreativsoftware her. Photoshop, Illustrator, After Effects und etwa ein Dutzend weiterer ikonischer Standardprogramme stammen alle von Adobe. Trotz ihres aktuellen Dramas waren die Dinge früher ganz anders. Vor vielen Jahren konnte man Photoshop zusammen mit all ihren anderen Produkten tatsächlich kaufen. Man nahm eine physische CD im Geschäft mit, installierte sie und konnte loslegen. Es war teuer, etwa $700, aber wenn man sie einmal gekauft hatte, gehörte einem diese Kopie von Photoshop. Man konnte auch für nur $200 auf die neueste Version upgraden. Die Leute liebten die Produkte von Adobe. Sie waren die besten. Das Unternehmen hatte einen hervorragenden Ruf, aber all das sollte sich bald ändern, denn irgendwann wurde den Führungskräften von Adobe etwas klar. Sie könnten viel mehr Geld verdienen, wenn sie ihr Geschäftsmodell überarbeiten würden. Ist euch aufgefallen, dass fast jedes digitale Produkt oder jede Dienstleistung heute ein Abonnement ist? Dies wird als Software as a Service bezeichnet, was bedeutet, dass man regelmäßig für die Nutzung der Software bezahlt, anstatt sie direkt zu kaufen, und Adobe war eines der ersten Unternehmen, das dies eingeführt hat. Jemand, der für den Kauf seiner Creative Suite $2000 auf einmal ausgibt, zahlt zwar auf Anhieb mehr, aber diese Methode hat einen massiven Nachteil. Einen Kunden zu einem so großen Kauf zu bewegen, ist extrem schwierig. Ein Abonnement für dasselbe Produkt zu einem Bruchteil dieses Preises ist jedoch viel leichter zu verdauen. Die Menschen denken selten an die ferne Zukunft und zahlen am Ende mehr, als wenn sie von Anfang an das teure Paket gekauft hätten. Adobe stellte bald den Verkauf von Produkten ein, die man besitzen konnte. Man konnte Photoshop nicht mehr kaufen, stattdessen begannen sie, Produkte zu lizenzieren, damit man leasen konnte. Ihre Einnahmen begannen zu steigen, da sie jedes Quartal Hunderte von Millionen hinzufügten, aber sie gewannen auch noch etwas anderes. Mit einem Abonnement bezahlt man Adobe für die Nutzung ihrer Software. Sie besitzen die Lizenz, was bedeutet, dass sie die gesamte Macht haben. Sie können alles ändern, was sie wollen, wann immer sie wollen. Hier begannen die Probleme. Adobe begann bald, seltsame Briefe an Kunden zu senden, die frühere Versionen ihrer Software verwendeten, in denen es hieß: Wir haben vor kurzem bestimmte ältere Versionen der Creative Cloud-Anwendungen eingestellt und infolgedessen sind sie gemäß den Bedingungen unserer Vereinbarung nicht mehr lizenziert, diese zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer weiteren Nutzung der eingestellten Versionen Gefahr laufen, von Dritten wegen Urheberrechtsverletzungen verklagt zu werden. Dabei handelt es sich um Creative Cloud-Abonnenten, die ihre Software schon länger nicht mehr aktualisiert hatten. Adobe hat nie die vollständige Begründung für diese Drohung erläutert, aber natürlich hat dies viele Menschen verärgert. Dies ist jedoch nicht der Grund, warum Adobe von der US-Regierung verklagt wird. Der Grund dafür ist viel schlimmer. Adobe bietet Creative Cloud über ein Jahres- oder Monatsabonnement an und es gibt auch eine 7-tägige Testversion, aber die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Wenn man sich für diese Testversion anmeldet, heißt es, dass sie monatlich bezahlt wird. Nur ist es kein monatliches Abonnement, es ist ein Jahresabonnement, das man monatlich bezahlt. Adobe bietet ein echtes monatliches Abonnement für $90 pro Monat an. Auf subtile Weise werden die Benutzer dazu ermutigt, die günstigere monatliche Option zu wählen, aber das ist eine Falle. Wenn du dich anmeldest und nach 14 Tagen weitermachst, bist du gefangen und Adobe wird alles in seiner Macht Stehende tun, um dich dort zu halten. Wie? Mit ihrer gefürchteten Kündigungsgebühr. Im Kleingedruckten versteckt muss man, wenn man sein Abonnement kündigen möchte, 50% des Restbetrags des Abonnements im Voraus bezahlen. Hunderte von Dollar. Aber Adobe ist in dieser Hinsicht nicht sehr transparent. Benutzer, die ihr Abonnement kündigen, sind überrascht, wenn Adobe ihnen scheinbar aus dem Nichts Hunderte von Dollar in Rechnung stellt. Die Menschen machen seit Jahren Erfahrungen mit Adobes Gier. Adobe hat mich um $60 betrogen, nachdem ich mich für eine kostenlose Testversion angemeldet, die Testversion dann gekündigt und das Produkt trotzdem in Rechnung gestellt bekommen habe. Adobe hat versucht, mir $162 für die Kündigung meines Creative Cloud Abonnements in Rechnung zu stellen. Einem Benutzer wurden über $300 für die Kündigung seines Plans in Rechnung gestellt und ein anderer musste sogar erleben, dass Adobe versuchte,
ihm eine Rechnung zu stellen, nachdem er die volle Kündigungsgebühr bezahlt hatte. Aber es kommt noch schlimmer. Bei vielen Abonnements kann man die automatische Verlängerung deaktivieren, sodass der Plan am Ende automatisch gekündigt wird. Bei Adobe ist das nicht der Fall. Man kann die automatische Verlängerung des Plans nicht deaktivieren. Die einzige Möglichkeit besteht darin, den gesamten Plan zu kündigen, was zu der massiven Kündigungsgebühr führt. Das alles ist auch nicht neu. Adobe macht das schon seit vielen Jahren so, nur dass sie jetzt endlich dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Die US-amerikanische Federal Trade Commission hat Maßnahmen gegen Adobe ergriffen und das ist nicht irgendeine Klage. Normalerweise schützt eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung die Einzelpersonen, aber die US-Regierung umgeht dies, da es sich um einen besonderen Fall von Gier und Bosheit handelt. Sie gehen gezielt gegen einzelne Führungskräfte vor, insbesondere gegen zwei, den Vizepräsidenten und den Vizepräsidenten des Geschäftsbereichs Digitale Medien von Adobe. Sie argumentieren, dass Adobe es versäumt, die Verbraucher angemessen darüber zu informieren, dass sie sich mit der Anmeldung für das Annual Paid Monthly Abonnement auf eine einjährige Bindung und eine saftige Vorfälligkeitsentschädigung einlassen, die sich auf Hunderte von Dollar belaufen kann. Adobe gibt die Kündigungsgebühr eindeutig erst dann bekannt, wenn Abonnenten versuchen zu kündigen und macht die Kündigungsgebühr so zu einem mächtigen Instrument zur Kundenbindung, das erhebliche Einnahmen generiert, indem es Verbraucher in Abonnements einschließt, die sie nicht mehr wollen. Adobe ist natürlich nicht mit dieser Entscheidung einverstanden. Das Unternehmen gab an, dass die Kündigungsgebühren weniger als 1% des Umsatzes ausmachen, was jedoch noch mehr Fragen aufwirft, nämlich warum sie so darauf bestehen, etwas zu verwenden, das ihnen so viel Gegenwind eingebracht hat, obwohl es weniger als 1% des Umsatzes ausmacht. Wenn die Gebühren weniger als 1% ausmachen und ihnen so viele Probleme bereiten, warum sollte sie Adobe dann nicht entfernen? Ganz einfach. Der Prozess zum Kündigen ist schrecklich. Aufgrund der vielen Hindernisse und der hohen Gebühr haben die Leute oft ihre Abos behalten. Langfristig bringt das Adobe mehr Geld ein und ermöglicht es ihnen, den Aktionären niedrigere Kündigungsraten vorzuweisen. Deshalb verklagt die FTC Adobe und die Kunden könnten nicht glücklicher darüber sein. Es scheint, als würde endlich Gerechtigkeit walten. Trotz dieser Klage gibt es genau zur gleichen Zeit einen ganz anderen Skandal um Adobe. Ob ihr es glaubt oder nicht, sie stecken auch wegen etwas viel Schlimmeren in der Klemme. In den letzten Jahren sind die großen Technologieunternehmen kopfüber in den KI-Boom eingestiegen und Adobe ist da keine Ausnahme. Sie haben KI-Bilder in ihr Unternehmensportfolio integriert, aber vor allem ihre eigene generative KI trainiert. Firefly, die Midjourney oder DALL-E sehr ähnlich ist, sich aber auch in Photoshop und andere Programme integrieren lässt. Das einzige Problem war, dass KIs Daten für maschinelles Lernen benötigen, und zwar viele davon. Also hat sich Adobe versteckte Klauseln in die Creative Cloud eingeschleust, mit schrecklichen Folgen. Adobe hatte seine Bedingungen sehr subtil geändert, sodass sie vollen Zugriff auf die lokalen Inhalte der Benutzer hatten und am bizarrsten war, dass sie eine nicht exklusive, weltweite, gebührenfreie, unterlizenzierbare Lizenz zur Nutzung, Reproduktion und öffentlichen Darstellung und vieles mehr enthielten. Adobe war es nicht genug, nur an das Geld ihrer Nutzer zu kommen, sie wollten auch ihre Vermögenswerte, ihre Kreationen, alles besitzen. Adobe konnte ihre lokalen Dateien einsehen und damit machen, was sie wollten, aber die Nutzer haben das sehr schnell durchschaut. Our access to your content. We may access, view or listen to your content through both automated and manual methods. And then down here it says our automated systems may analyze your content and Creative Cloud customer fonts, which are defined over there, using techniques such as machine learning in order to improve our services and software and the user experience. Nicht nur war das Training ihrer KI höchst unethisch, sondern es hatte auch alle möglichen Auswirkungen. Dies ist besonders schlimm für die Benutzer und Unternehmen, die ihre Arbeit durch Vertraulichkeitsvereinbarungen schützen, wie zum Beispiel im Film- oder Werbebereich. Adobe versuchte, alles zu umgehen. Die Gegenreaktion war enorm. Es begann ein weltweiter Boykott von Adobe, bei dem sich viele große Nachrichtenagenturen mit der Geschichte befassten. Einige Künstler begannen, Werke mit Nightshade in die Creative Cloud hochzuladen. Das ist eine Möglichkeit, maschinelles Lernen absichtlich in die Irre zu führen und zu vergiften. Adobe bestand darauf, dass Firefly ethisch geschult sei, aber die Beweise waren eindeutig. Nach der enormen Gegenreaktion änderte Adobe schnell seine Bedingungen. In den neuen Bedingungen heißt es: Wir scannen oder überprüfen keine Inhalte, die lokal auf Ihrem Gerät gespeichert sind. Wir trainieren auch keine generativen KI-Modelle mit den Inhalten von Ihnen oder Ihren Kunden.
Es sei denn, sie haben die Inhalte auf dem Adobe Stock Marktplatz eingereicht. Eine gute Änderung, obwohl sie das nur getan haben, weil sie erwischt wurden, aber sie sind noch nicht aus dem Schneider. Ihr habt vielleicht den letzten Teil dieser Aussage über den Adobe Stock Marktplatz mitbekommen? Dieser war einst eine angesehene Ressource für Künstler und Fachleute, ist aber jetzt mit KI überflutet, mit den entsprechenden Konsequenzen. Brian Käsinger, ein leitender Künstler bei Disney, fand KI-Kopien seiner Arbeit auf dem Marktplatz fälschlicherweise mit seinem Namen versehen. Das hat zwar die Bandbreite von Adobe Stock, ihrem Katalog für Stockfotos, absolut vergrößert, aber es ist schwer zu sagen, ob das eine gute Sache ist. Wenn man sich heute darin umschaut, sieht man eine absurde Menge an KI-Bildern von geringer Qualität. Viele davon haben eine falsche Schreibweise oder seltsame, unnatürliche Details. Now, if it wasn't bad enough that what's supposed to be a database full of real professional photographs has been completely diluted with unusable garbage, if I did want to license any of these photos, it would cost me $80. $80 for a photo someone generated by typing police call. Adobe schadet damit sowohl seinem eigenen Ruf als auch seinem eigenen Katalog. All dies hat Adobe in ein sehr schlechtes Licht gerückt und das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Sie sind gierig, bösartig und ihr Geschäftsmodell ist räuberisch. Die Menschen, die sie im Moment am meisten hassen, sind ihre Kunden. All dies zeigt ein größeres Problem, das Künstler ernsthaft in Betracht ziehen. In den letzten 10 Jahren wurde die Kreativbranche von Adobe beherrscht. Sie wurden so erfolgreich, weil sie großartige Produkte herstellten, aber mit der Zeit wurden sie auch langsam zu einem Monopol. In einem gesunden Markt mit viel Wettbewerb können Kunden einfach zu einem Konkurrenten wechseln, wenn ein Unternehmen schlechte Dienstleistungen anbietet. Der gesamte Markt steht also unter dem Druck, den besten Service oder ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Aber seit vielen Jahren beherrscht Adobe seine Branche und im Laufe der Zeit hat sich die Situation für die Verbraucher verschlechtert. Aber das könnte sich ändern. Seit Jahren raten Menschen anderen von Adobe wegzuwechseln und suchen nach Alternativen zu diesen bösen Monolithen. Ihre Produkte sind deutlich instabiler geworden, ihr Service ist räuberischer geworden und jetzt, da die Änderungen ihrer Bedingungen ans Licht gekommen sind, hat jeder den besten Grund, Adobe hinter sich zu lassen. Endlich sehen wir Fortschritte auf dem Markt. DaVinci Resolve wird als Video-Editor immer beliebter, insbesondere für Blockbuster-Filme ebenso wie Affinity als Photoshop-Alternative. Der Markt scheint sich selbst zu korrigieren. Hoffentlich zwingt dies Adobe dazu, seine Ethik zu überdenken, aber wir müssen abwarten und sehen, was passiert. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.